Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog hier. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe keine Ahnung, was das hier jetzt für ein Vlog werden wird, in welcher Form ich den hochlade, fertigstelle oder was jetzt hier überhaupt reinkommt. Denn ich stehe gerade absolut abfahrtbereit mit meinem Koffer in meiner Wohnung in Köln und fahre jetzt zum Bahnhof, um dann zum Flughafen zu fahren. Denn ich treffe mich am Flughafen mit Kim und Adi, also mit Caramella. Und wir fliegen zusammen nach Thailand. Beziehungsweise wir fliegen nicht zusammen, sondern wir fliegen gleichzeitig. Aber ich fliege in einem anderen Flugzeug wie die. Erzähle ich euch später auf jeden Fall. Fahren wir zusammen in den Urlaub. Und zwar richtig in den Urlaub. Ich werde nichts arbeiten. Ich werde einmal Podcast aufnehmen. Und ansonsten mache ich die nächsten 9 Tage gar nichts. Wirklich gar nichts. Und ich freue mich so, so krass darauf. Ich habe aber einfach übertrieben Bock, das Ganze irgendwie festzuhalten und zu vloggen. Das ist zwar irgendwie auch Arbeiten, aber Vloggen macht mir Spaß und deswegen ist es eigentlich irgendwie kein Arbeiten. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie oft ich vloggen werde, wie viel ich vloggen werde, aber ich starte den Vlog jetzt einfach mal und freue mich einfach richtig krass auf die nächsten 9 Tage. Geil! So, ich sitze jetzt im Zug, Leute, und ich wäre gerade ohne Spaß sowas von fast gestorben, weil ich dachte, ich werde meinen Flug verpassen. Die haben nämlich hier gerade im Zug, also erstmal ist mein erster Zug, den ich nehmen wollte, ausgefallen. Dann musste ich statt zum Hauptbahnhof zum Köln-Messe-Deutz-Bahnhof fahren. Und dann saß ich hier drin und die meinten dann plötzlich, ja, sorry Leute, da sind Personen auf der Fahrbahn. Wir müssen jetzt hier auf unbestimmte Zeit warten. Keine Ahnung, wann wir weiterfahren, aber wir bleiben jetzt hier erstmal stehen. Und ich hatte das halt schon so oft, dass ich dann über eine Stunde in diesem Zug saß und halt der nicht losgefahren ist. Deswegen dachte ich so, nice, ich werde sowas von rennen müssen. Aber wir sind jetzt irgendwie nur 20 Minuten zu spät und ich habe halt zum Glück relativ viel Puffer eingeplant. Deswegen sollte eigentlich alles klappen. Also Kim und Adi sind auch schon unterwegs. Die fliegen zwar mit einem anderen Flugzeug und einer anderen Airline als ich, aber auch um 21 Uhr los. So Leute, ich bin jetzt im Flugzeug. Der Flug hat einfach jetzt schon eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde sogar Verspätung und ich sitze einfach am fucking Notausgang und ich dachte erst so, ja okay, mega nice, dann habe ich so mehr Beinfreiheit oder so, aber es ist jetzt einfach so, dass ich vor mir einfach gar nichts habe. Also ich meine, das ist für meine Füße geil, weil ich kann die ausstrecken, soweit ich will, aber ich habe keinen Fernseher, kein Fach vor mir, kein gar nichts. Also irgendwie checke ich das jetzt nicht so ganz. Ich habe jetzt hier einfach nichts. Hier ist nirgendwo ein Bildschirm oder irgendwas. Also ich kann keine Filme gucken. Ich kann nicht gucken, wann wir ankommen. Ich kann gar nichts gucken. Ist ja voll ätzend. Richtig scheiße. Das Einzige, was ich halt machen kann, ist mir später so einen Tisch wahrscheinlich hier rausziehen. Da. Da geht's, aber keine Ahnung, also hier ist so ein Programm. Ah, okay. Ich hab doch so ein Bildschirm. Der ist doch schon drin. Ich hab nichts gesagt. Leute, ich bin angekommen. Ich kann es nicht glauben. Ich mache jetzt hier mal kurz die Tür zu, damit hier auch keiner reinkommt. Ich habe die Villa selber noch nicht gesehen. Ich bin gerade vor 30 Sekunden angekommen. Ich krieg's nicht hin. Doch, ich hab's hingekriegt. So, ich muss jetzt irgendwie diesen fucking schweren Koffer da runterkriegen. Aber so sieht's hier aus. Es ist jetzt ungefähr 18 Uhr. Wir sind auf Koh Samui angekommen. Ich bin immer noch alleine, weil Kim und Adi ja mit einem... Ach du Scheiße, warum muss ich eigentlich Multitasking machen? Wie unnötig. Junge, ich bin krank as fuck. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Okay, das sieht richtig schön aus. Wow. Oha, wie schön ist das bitte hier? Hier ist das Badezimmer. Wartet, hä, aber das verstehe ich jetzt nicht. Ist das alles? Ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, Kim und... Hey, mein Gott. Oh, sieht das schön aus hier. Okay, man kann jetzt, glaube ich, hier gar nicht so richtig viel erkennen. Aber morgen früh, wenn die Sonne... Oh mein Gott, das wird so schön. Ich bin so excited. Das kann jetzt nicht alles gewesen sein. Ich glaube, diese Häuser hier gehören tatsächlich auch noch dazu. Das kleine Häuschen und das kleine Häuschen da unten. Wir gehen mal jetzt zusammen auf Erkundungstour, würde ich sagen. Geht's mal einfach hier so lang. Das ist irgendwie so creepy, weil es alles so offen ist. Okay, ja. Hier haben wir das erste Schlafzimmer. Ey, dieser Ausblick ist so irre. Könnt ihr mich mal bitte kneifen? Und da ist ein Pool. Oh mein Gott, wenn das unser Pool ist, dann raste ich aus. Ich glaube, das ist tatsächlich der Fall. Das hier ist unser erstes Schlafzimmer. Oh mein Gott, what? Was? Junge, ich komme nicht klar. Was ist das denn? Oh mein Gott, ist das riesig. Das ist ein... Das ist... Was? Das ist immer noch nicht alles, ne? Okay, ich gehe mal kurz wieder hier raus.
Und mach die Tür schnell zu, bevor hier die ganze Wärme reinkommt, weil es ist echt richtig schön kühl da drin. Ey, ich bin geschockt gerade. Was ist das für ein Haus, was wir hier gebucht haben? Vor allen Dingen, das ist so, das war gruselig günstig dafür, dass es tatsächlich anscheinend so groß ist. Gehen wir jetzt erstmal hier runter, das ist noch Teil des Haupthauses. Gucken, was hier so ist. Okay, das hier scheint nur vom Staff zu sein. Also ich glaube, hier kommen wir nicht hin, also das gehört nicht zu uns. Aber hier kann man runtergehen. So, und hier ist... Oh mein Gott, das gehört halt wirklich alles uns. Hier ist nochmal genau so ein Ding. Oh, hier ist es aber pullerwarm drin. Also die Klimaanlage ist entweder nicht an oder funktioniert nicht. Dann können Kim und Adi das haben. Fan. Terrasse. Okay, so sieht es jetzt gerade aus. Ah, nee, es ist doch an. Okay, ich glaube, es hat sich gerade angeschaltet. Boah. Wie schön ist bitte dieser ganze Ort? Crazy. Alter, Leute, was zur Hölle. Man kommt hier einfach, also man wacht hier auf, ne? Und dann guckt man einfach da geradeaus, macht die Tür auf und hat diesen fucking Ausblick und einfach einen Grill, alles klar. Es wird immer besser. Oh mein Gott, da ist noch ein Schlafzimmer. Hä, warte mal, gehört das auch noch dazu? So, wir können jetzt hier mal runter. Das ist einfach tatsächlich unser eigener Pool. Was? Das ist einfach unser Privat... Was? Oh mein Gott. Das ist einfach unser privater Pool. Guck mal, wie riesig der ist. Der gehört nur uns. Ich will hier gar nicht weg. Hä, wir wollten die Insel erkunden die nächsten Tage. Ich will einfach hier bleiben. Wir haben nur 3 Tage auf dieser Insel und dann gehen wir auf die nächste Insel. Hä? Oh mein Gott, ist das schön alles. Ich raste aus. Okay, hier ist noch so eine Sitzfläche. Und ein kleiner Flamingo, wie cool. Und hier geht's auch noch runter. Ich glaube, da ist aber nichts mehr. Also, was heißt nichts mehr? Da ist Garten. Ja, da ist Garten. Da will ich jetzt nicht alleine runtergehen. Aber wie krank ist dieser Ausblick bitte? Da hinten ist das Meer. Man sieht das jetzt alles gerade relativ schlecht durch die Kamera, weil es so ein bisschen foggy ist. Ey, ich bin im Paradies angekommen. Ich bin einfach im absoluten Paradies angekommen. Ich gucke jetzt nochmal hier unten nach der anderen Schlafzimmer, weil wenn das auch so ein geiles Badezimmer hat wie das oben, was wir als erstes angeguckt haben, dann scheißen wir auf das Haus hier und gehen, glaube ich, einfach alle in dieses Haus. Ich bin dann oben oder unten und die anderen beiden sind im gleichen... Ja, hier ist es kühler. Okay, we like that. So, und hier... Ja, hier ist schöner. Hier ist nochmal das gleiche Badezimmer wie im ersten Haus. Und hier, keine Ahnung, was hier ist. Ist die Toilette und nochmal eine Dusche. Ich glaube, ich würde dann das Zimmer hier unten nehmen einfach, damit die anderen beiden oben das größere Badezimmer haben. Weil oben gibt es auch noch eine Badewanne. Und ich bin ja alleine... Und die beiden sind zu zweit. Ich plane hier schon einfach alles absolut komplett durch, Leute. Die beiden sind nicht mal angekommen und kommen die nächsten Stunden auch erstmal noch gar nicht an. Aber ich glaube, so machen wir das. Dann nehme ich das untere und die können hier hin. Okay, wir waren hier gerade schon, aber ich komme nicht auf diesen Ort klar. Crank! Ich gehe jetzt erstmal aufs Klo und meine Sachen auspacken, weil ich kann nicht mehr. Ich muss so dringend aufs Klo. Ich muss so dringend pinkeln. Huh. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll oder wie oft ich das noch sagen werde, aber ich kann es nicht fassen. Es ist einfach zu krank hier. Es ist einfach zu krank. Dieser Ausblick ist zu krank, dieses Land ist zu krank, dass ich hier bin, ist zu krank, dass ich gerade einfach eine fucking Drachenfrucht esse, ist zu krank. Ich habe so lange keine Drachenfrucht mehr gegessen und ich liebe Drachenfrucht. Es ist einfach alles so schön. Es ist wirklich, es ist gerade einfach alles schön. Kurzes Update, Leute. Es ist mittlerweile dunkel. Es ist halt gar nicht mal so krass viel später als vorhin. Ich habe mir einfach nur schnell das eine kleinere untere Zimmer genommen. Die beiden kriegen dann das obere. Das sind, dass ich als erstes gegangen bin mit der Badewanne. Und ich chill jetzt hier gerade einfach schon im Pool alleine mit meinem Flamingo. Es ist einfach, ich bin einfach im Paradies angekommen. Ich kann gerade wirklich nicht glauben, wo ich gerade bin. Es ist einfach irre. Ich habe die krasseste Horrorreise hinter mir. Guck, wie schön es hier aussieht. Also ich glaube, ihr kennt nicht viel. Und so krass Horror war die Reise auch nicht, aber sie war so ein bisschen Horror. Ich hatte auf dem zweiten Flug einfach so einen Jungen hinter mir sitzen, der einfach die ganze Zeit seine Füße gegen meine Arme gedrückt hat. Seine nackten Füße. Ich kann euch mal ein Video hier einblenden. Oder ich erzähle es auch sowieso noch mal im Podcast in der nächsten
letzten Podcast-Folge. Die habt ihr, wenn das hier online kommt, bestimmt auch schon gehört. Falls ihr unseren Podcast hört, falls nicht, dann solltet ihr das definitiv dringend nachholen, weil der ist lustig und cool und er ist mit mir und Joey und er ist toll. Ich liebe unseren Podcast. Ich bin so froh, dass wir den haben. Aber ich wollte jetzt gar nicht ausschweifen. Ich habe vorhin auch einfach gedacht, dass die mein Gepäck vergessen haben, also dass das nicht mitgekommen ist, weil ich am falschen Gepäckausgabeband stand anscheinend. Ich stand bei den nationalen Flügen und es war ein nationaler Flug. Mein zweiter Flug war ja von Bangkok nach Koh Samui, also der war innerhalb von Thailand und deswegen dachte ich so, ja okay, dann muss ich zu den nationalen Flügen und dann ist das Band irgendwann ausgegangen, alle waren weg und ich war so, Bro, wo ist mein Koffer? Und ich habe zum Glück einen AirTag in meinem Koffer drin und der hat dann aktualisiert irgendwann und mir angezeigt, dass mein Koffer wohl mit angekommen ist und dann habe ich gecheckt, dass er bei den internationalen Flügen ganz alleine chillt, ohne eine Menschenseele. Also es waren wirklich alle schon weg und mein Koffer lag da ganz alleine, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe kurz Panik bekommen, aber dann war im Endeffekt alles gut. Es ist jetzt ungefähr 19 Uhr. Kim und Adi landen um 21 Uhr planmäßig und dann müssen die noch hierher fahren und alles. Also die sind vor, keine Ahnung, 22, 23 Uhr auf jeden Fall nicht hier. Das heißt, ich habe diesen wunderschönen Ort hier noch ein bisschen für mich alleine und kann hier ein bisschen chillen. Ich finde es ein bisschen gruselig, weil es halt wirklich einfach arschdunkel ist und hier niemand ist. Aber ich hoffe, hier ist auch wirklich niemand. Weil wenn hier niemand ist, dann ist es geil. Ich hoffe einfach mal drauf. Ich versuche jetzt nicht weiter darüber nachzudenken. Ich glaube, ich mache mir jetzt einfach ein bisschen Musik an und chill so ein bisschen hier drin. Und genieße diesen Ausblick. Ich glaube, ihr könnt es jetzt gar nicht so richtig erkennen, wie krass das hier aussieht. Das ist einfach verrückt. Wer da ist. Ich meine dich. Ach so. Ach ja, so. Ja. Ach, genau, ich also dachte, ich wollte, du meinst da hinten. Ich meinte ausnahmsweise dich. Ich weiß, es ist nicht so special eigentlich, dass du da bist, so, aber also ich meinte dich, aber ich meinte den Herrn da vorne auch. Hey. Hallo. Yo, yo, yo. Was geht? Was hier geht? Vor allem mit zwei Handtüchern unterwegs, weil ja, beim Spazieren und da schwitzt man ganz schnell. Wir sind so hart am Schwitzen. Adi und Kim sind gestern Abend so um 23 Uhr noch gekommen, so ungefähr. Ja, und dann waren wir einfach, ich glaube, wie lange waren wir wach? Wir waren also übertrieben lange wach. 3 Uhr nachts noch wach. Und dann sind wir um 7 Uhr aufgestanden, Adi ja, direkt in den Pool gejumpt. Und jetzt sind wir schon auf dem Weg, es ist gleich 9. Wir holen uns jetzt einen Roller. Und zwei? Ja, im besten Fall zwei. Ich habe meinen Führerschein nicht dabei. Hey. Ich habe das irgendwie vergessen. Ich weiß irgendwie nicht. Du bist echt gut ausgestattet. Ich finde dein Oberteil auch voll nice. Ja, ist auch nicht meins. Leute, ich habe wirklich dabei. Ich habe Gefühl, mein Koffer war komplett voll, übertrieben schwer. Ich glaube, der hat 26 Kilo oder so. Sind noch so ein paar Kieselsteine mitgebracht? Ich habe irgendwie nichts da drin. Ich weiß nicht, was ich gepackt habe, aber es war auf jeden Fall nicht sehr schlau und auch nicht sehr gut. Aber wir kommen über die Runden. Ich habe mich schon an Kims Koffer bedient, hier mit diesem Oberteil, weil wenn wir Roller fahren, dachte ich so, langärmlich wäre nicht schlecht. Die Nieren, Becken. Genau, die Nierenbeckenentzündung kann hier ganz schnell kommen, weil die Gradzahlen sind hier wirklich, die schießen in die Tiefe, aber ganz, ganz schnell. Digga, ich schwöre, wenn jemand auf meine Achsel wäre, jemand würde ausrutschen. Könnt ihr aber auch. Ey. Guck mal bitte, was Kim für Schuhe anhat. Ey, wie geisteskrank. Guck mal, der geht immer scheiß drauf. Ey, wirklich. Ich lass den einfach nächstes Mal. Das ist so dumm. Wirklich. Ich verstehe aber auch nicht, was du gedacht hast. Ich hab da nicht dran gedacht. Ja, ich auch nicht, als ich meinen Koffer gepackt habe. Dementsprechend. Ja, es ist auf jeden Fall einfach unnormal schön hier. Es ist richtig irre. Ich zeige euch gleich alles und wir gehen jetzt frühstücken. Ich wünsche uns Glück, dass wir Roller kriegen. Die sind schon da vorne. Seht ihr die Roller? Boah, das sind die schon. Seht ihr die Roller? Ey, wir machen Fotos, tatschen, klatschen. Das ist ja für einen Moment, weil wir waren einmal bei Apache und haben das gesehen. Oh mein Gott, ja. Ist das cool. Ich habe gerade einfach meinen Pass abgegeben. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Du wirst es bereuen. Handyverträge werden jetzt auf meinem Namen abgeschlossen hier. Ich schwöre, ich habe gerade mein Leben einfach hier abgegeben, ne? Für euch und danke, für mich. Danke, dass du uns so reingekehrt hast. Ja. Das Auswärtige Amt schreibt, dass man seine Reisedokumente nirgendwo als Pfand abgeben soll. Ehrlich? Just say. Ich habe auch ein Handy, willst du mich verarschen? Ja, aber was soll ich jetzt fragen, machen? Soll ich fragen, ob es ein Alternative to giving this? As a, can we take this? Yeah, you were. Because you, maybe we need it. Can we give you something else than our passport? Or do you always just take the passport? I keep because maybe we need it where we go. Oh, no, 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 no. Okay, it's fine. Passt schon. Ich werde ihn schon wieder sehen. Wand. Ich fühle mich wie so ein, wie heißen die in England, diese Birmingham? Ja.
Genau. Ey, mir läuft das so den Oberschenkel runter, ne? Mir auch. Hallo Freunde, wir sind bereit zu düsen. Freue mich richtig krass. Würde sagen, wir können los, oder? Hast du getestet? Adi saß einfach noch nie auf einem Roller. Nee, Alter. Ich würde sagen, gar kein Problem, oder? Machen wir es in Thailand das erste Mal. Easy. Ist doch chillig. Ja, ich habe auch Angst, dass es runterfällt, aber ich truste einfach. Ja, ja, was soll ich sonst machen? Okay, los geht's! Ah, fuck, ist ja Linksverkehr. Ich bin schon rechts gefahren, schon wieder. Leute, kommt! Ich muss jetzt auf die warten. Oh mein Gott. Die sind halt auch so blöd, dass sie zu zweit fahren. Wenn du das erste Mal Roller fährst, dann direkt zu zweit. Ich will sterben. Oh Gott! Okay. Ich glaube, wir können los. Ab geht die Party und die Party geht ab. Oh mein Gott, das macht so Spaß! Hier, Leute, es ist einfach der Wahnsinn. Guck mal bitte, dieser scheiß Ausblick. Was? Also ich meine, hier ist jetzt Baustelle, aber wenn du das ignorierst... Hä? Hallo? Wartet mal, ich muss mal kurz mit euch hier vorne hingehen und euch das zeigen. What the fuck? Oh mein Gott, Alter, es ist einfach krank hier oben. Und gerade habe ich mich auch schon wieder gefragt, warum bleibe ich nicht einfach hier? Warum bleibe ich nicht einfach hier? Es ist einfach so schön hier. Wir sitzen jetzt hier. Junge, was ist das für ein Ausblick? Kann mich mal einer kneifen? Es gibt auch einfach so geile Sachen hier. Dieses Trüffelomelett habe ich auf Google gesehen. Klar, und das sah richtig krass aus. Das sah unnormal krass aus. Also eigentlich müssen wir das nehmen. Ich will auf jeden Fall so einen fancy Kaffee haben. So einen Bali-Kaffee, weißt du? Was ist ein Bali-Kaffee? Ja, so ein hübscher. Warte, gibt es Fake-Milch? Weil sonst pupse ich gleich. Hey, lass uns anpupsen. Im Wettbewerb. Ich schwöre, ich gewinne. Doch, gibt's hier Almond Milk. Also, ich glaube, getränkemäßig bin ich ausgestattet. Wir sind gut aufgestellt. Guck mal, diese Formation. Oha, Karamellsirup. Du kannst auch noch ein bisschen haben, falls du möchtest. Oha, wie süß, Mann. Okay. Ich habe einmal ein Eis-Cappuccino bestellt. Ist geil. Ja, ist klasse. Und dann so ein Mango-Eis. Mhm. Was ist das? Was habe ich bestellt? Mango-Shake. Nee, Mango-Fruit. Mango-Fruit-Shake-Eis-Ding. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist einfach nur kalte Mango mit Eis. Probiert. Mhm. Überhaupt nicht so süß. Oder nee, so, ne? Voll geil. Also so ein bisschen, aber... Mh. Testet. Yeah. Lecker, ne? Entschuldigung. Das sieht Entschuldigung. Stört aus. Entschuldigung, das sieht so krass aus. Das ist einfach Trüffelomelett. Ich werde das jetzt sowas von glücklich verspeisen. Das könnt ihr euch. Ich werde dir sowas schon dabei helfen, Julia. Du brauchst ja gar nicht. Ich will aber gar nicht, dass du mir. Ach, du brauchst mir gar nicht helfen. Ey, nee, Mann, ich brauche wirklich. Also, ich krieg das schon. Ich brauche keine Hilfe. An Professionelle von mir. Ich brauche wirklich keine Hilfe. So, wovon? Ich nenne es nicht Hilfe, aber ich würde dir was abgeben. So ein Moment of the Truth. Ja, man. Also, ja, ich habe es halt jetzt einfach durchgeschnitten. Taste Test. Ist gut? Boah. Gestört. Richtig geil. Oh mein Gott, Alter. Es ist wirklich richtig gut. Was zur Hölle? Boah, das ist das perfekteste Ei. Das ist krass, oder? Verdammt. Ich kann das nicht nur Smoothie bei uns essen. Meinst du, weil du sonst kriegst du Dünnschiss, wenn du nur flüssig isst? Also, nachdem ich die Storys hier gehört habe, ne, muss man auf jeden Fall auf seinen Darmflora. Das war auf Bali. Darmflora aufpassen. Also, mein Darmflora-Problem war auf Bali. Das war eine ganz andere Insel. Das kann man hier überhaupt nicht vergleichen. Aber ich würde auch drauf achten. Ist gut? Es war auch wie ein Getränk. Und wir haben schon 500 Getränke, aber ist geil. Das ist einfach wirklich ein Getränk. Ja, ja. Aber der Geschmack ist krass. Unnormal lecker. Ich habe gerade schon gesagt, dieser Tag wird super. Der fängt einfach schon so an, dass ich weiß, dass dieser Tag einfach toll wird. Der geht in die Geschichte ein. Guck mal, was es hier einfach krasses gibt. I can't. Dieser Laden hat sich absolut gelohnt. Wir haben zwar für einen Toast genauso viel bezahlt wie für unsere beiden Roller für den ganzen Tag. Aber ich würde sagen, dieser Ausblick ist wirklich einfach zu krass hier. Wie oft will ich das in diesem Vlog noch sagen? Wirklich, man kann ein Trinkspiel rausmachen. Es tut mir leid. Nein, wirklich nicht. Alle werden besoffen. Also, ich weiß ehrlich nicht mehr, was ich sagen soll. Aber falls ihr mit dem Trinkspiel angefangen habt, dann ist jetzt auf jeden Fall wieder der Zeitpunkt zu trinken. Krass! So krass hier. Wir haben uns gerade schon entblößt, unsere Kleidung vom Leib gerissen. Und wir werden jetzt hier diesen kleinen Staudamm steppen, um auf diese kleine Insel da hinten zu kommen. Es sieht alles aus wie ein scheiß Windows-Hintergrund. I can't. I literally can't. Ich will nie wieder hier weg. Ey, hast du mein Handtuch? Weil ich habe irgendwie mein Handtuch verloren. Ja, Handtuch. Ah. Perfekt. Eingepackt.
Mein Gott, ich habe ein bisschen Angst jetzt gerade, ehrlich gesagt. Guck mal, wie tief die Frau da vorne im Wasser ist. Ich habe ein bisschen Schiss gerade, dass ich das ein bisschen überschätzt habe, ehrlich gesagt. Ey, ich will eigentlich lieber in die Richtung hier filmen. Ich muss rückwärts gehen. Ich schwöre. Es geht wirklich ein bisschen tief. Obwohl, eigentlich geht's. An der Stelle hier geht's voll klar. Oh, da sind Steine. Ja, ich weiß. Habe ich auch gerade gemerkt. Wir müssen uns irgendwie hier durchkämpfen. Kämpfen vor allem, als wäre es so schlimm. Wir sind so arm dran. Da ist eine Hängematte. Nein. Da ist eine Hängematte. Gott, genau, das ist auf meiner Bucketlist. Kim! Diese Hängematte einfach. Wir müssen zu dieser Hängematte. Ah, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe halt meinen ganzen Scheiß hier drin. Ne? Da ist meine Kamera drin, alles. Aua! Haben es bald geschafft. Autsch. Ich muss mir so Wasserschuhe kaufen. Kennt ihr das noch so von früher? Diese Gummischuhe mit Löchern, die man früher so hatte, wenn man, als man klein war und so an so Kiesstränden war mit den Eltern in Österreich? Aua! Die hatte ich und die wünsche ich mir gerade zurück. Ich wollte die früher nie anziehen, aber jetzt gerade wäre der Zeitpunkt. Au! Au, au. Ich muss aber echt sagen, ich bin stolz auf mich gerade, dass ich so problemlos hier durchlaufe, weil ich ja eigentlich voll die krasse Fischphobie habe und so richtig Angst vor Dingen im Wasser, die mich an meinen Füßen berühren. Das ist wirklich so meine einzige wirkliche Angst, die ich habe. Ich bin in allem eigentlich super easy im Nehmen, so juckt mich alles gar nicht, Spinnen und so, I don't give a shit. Aber sobald mich ein Fisch im Wasser berührt, schreie ich halt die ganze Insel zusammen. Und jetzt gerade laufe ich hier wirklich absolut locker flockig durch. Und ich hab's jetzt gleich auch schon geschafft. Das sieht so lustig aus. Ich schwöre, wenn Kim jetzt hinfällt, ne? Die ist am Arsch. Da haben wir das gute Stück. Wie krass ist dieser Ausblick. Ich werde mich jetzt sowas von da reinfetzen, auch wenn es absolut dreckig ist. Mir scheißegal. Da wird jetzt ein richtig geiles Pick gemacht. Und ich glaube, da müssen wir auch schon wieder gehen, weil diese Insel hier ist privat. Steht Private Property. Ich glaube, das ist so ein exklusives Hotel hier. Da, solange uns keiner wegschickt, ist uns das auch einfach egal. Einfach. Ja, also wenn keiner auf die Hängematte will, ne? Wahnsinn, oder? Aber hier ist so ein privater Strand. Ich glaube, wir werden bald weggeschickt. Niemals. Sie müssen mich hier so gewaltsam wegbringen. Hast du es geschafft? Ich schwöre, ich bin ein bisschen Weile gekämpft. Das Heaven vs. Wild gewonnen. Wow, das ist krank. Hallo. Ah, okay. Okay, sorry. Naja, ich saß kurz drin. Ich saß drin und mein Arsch ist jetzt... Da sind so viele Haare an deinem Arsch. Wie er einfach nur darauf gewartet hat, bis ich mich hinsetze. Weißt Alice, du? Er hat das doch die ganze Zeit schon gesehen, dass das so kommt. Er hat einfach gewartet. Er hat gewartet, bis ich meinen Arsch in diesen Dreck da reingedreckt habe, um mich dann wegzuscheuchen. Ich bin sauer. Egal, ich saß kurz. Wir haben das Ziel halbwegs abgehakt. Es ist einfach so random. Oh mein Gott, was machen die? Wir sind jetzt einfach Jetski gefahren und die haben uns nichts gesagt. Die haben mit. Digga! Die haben uns einfach die Dinger in die Hand gedrückt. Junge, die gehen direkt komplett ab. Die haben uns einfach die Dinger in die Hand gedrückt und gesagt, viel Spaß. Die haben nichts gesagt einfach. Es war denen scheißegal. Wir können da hinfahren, wo wir wollen. Die haben uns keine Zeit gesagt, gar nichts. Ich raste aus, wirklich. Es ist so verrückt hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich überhaupt verstehen könnt. Aber ist auch egal. Ah, pass auf. Oh mein Gott. Wir sind einfach gerade übertrieben gecrashed. Oh mein Gott. Das passiert nicht nochmal. Was geht ab? Warte, ich geh dir mal kurz die Kamera. Was geht, Leute? Wir müssen echt aufpassen, Junge. Wir müssen echt aufpassen. Ich glaube, ich kann dir die Kamera nicht geben, oder? I think it's a no. Ich traue mich nicht so schnell zu fahren, wenn ich filme. Und ich will jetzt schnell fahren. Deswegen mache ich jetzt die Kamera aus. We see us later. Ich hoffe, diese Kamera wird überleben. Thank you. Das hat unnormal Bock gemacht, oder? Alter. Ja, ich schwöre. Oh mein Gott! Ich verstehe wirklich nicht, wie ihr das einfach ohne Brille gemacht habt. Seid ihr nicht komplett... Alter, ich bin zweimal blind geworden. Ah, jetzt geht's wieder. Ey, das war heftig, oder? Ich bin auch gefahren. Ich bin richtig heftig. Ja, ich hab das gesehen. Du bist richtig Speedy Gonzales, Mann. Ja. Das hat so Spaß gemacht. Toll, supi! Wir sind im Dschungel angekommen. Hallo, was sagst du dazu? Guten Tag. Ich kann nicht mehr. Wo sind wir? Ich habe mir das tätowiert, ne, Dschungel. Zeig. Das? Oh mein Gott, hast du halt wirklich? Hä, was zur Hölle? Wie random ist das jetzt? Boah, ich sehe wieder aus wie so ein Ei. Aber ganz ehrlich, ist auch scheißegal, wie ich aussehe. Darum geht's nicht. Es geht um die Erlebnisse. Ich guck trotzdem nicht mehr. Egal. Come on. Was geben für Hashtags hier eigentlich? Stimmt, wir haben das mit den Hashtags gar nicht weitergeführt. Wir sind ja noch ein bisschen da, ne? Hashtags, weiter geht's. Hashtag Jungle. Hashtag
Abfahrt? Aber andersrum, also nach oben. Auffahrt. Auffahrt, Hashtag tropisch. Weil der Weg hierhin war wirklich tropisch, muss man sagen. Guck mal, das ist einfach so ein kleiner Laden, wie süß. Hier ist auf jeden Fall so ein Wasserfall, habe ich vorhin an der Straße gesehen. Deswegen dachte ich, kehren wir mal kurz ein und schauen uns den an. Und dann haben wir gesehen online, dass man hier auch ziplinen kann. Wir waren jetzt zwar gerade schon Jetski fahren und sind den ganzen Tag mit dem Roller unterwegs, aber genug Action gibt's halt nicht. Und deswegen haben wir überlegt, ob wir jetzt auch noch dieses Ziplining machen, wenn das geht. Wenn ja, dann wäre ich absolut am Start, weil ich habe übertrieben Bock. Action macht Spaß. We arrived at the waterfall. Ey, Mama, ich bin sehr froh, dass du das gerade nicht siehst, weil du würdest ausrasten, ich weiß das. Ey, wie cool! Das ist ja total krass! Leute, was los? Wieso habt ihr Angst? Wird alles gut. Das ist ja... Warte, ich fange jetzt gleich mal einfach random an zu hüpfen. Mal gucken, wie die reagieren. Wir warten mal eine Sekunde. Ich glaube, Kim wird absolut anfangen zu schreien. Voll die Experience. Ja, ne? Yeah. Hä? Oh mein Gott, ich dachte, du fängst an zu schreien und zu weinen. Bin ich ein Junge? Ja. Ein Junge? Ja, weil wir sagen ja immer, du bist ein Mädchen, aber wir müssen es umdrehen. Ach so. Mädchen heulen immer. Aber dann ist das Sexismus in die andere Richtung. Das Scheiß ist auch nicht drauf. So gut, glaube ich. Scheiß drauf. Männer können auch mal beleidigt und degradiert werden. Oh mein Gott, eine Katze! Guck mal, ein kleines Kätzchen. Hallo, Bro. So viele Treppen. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Wieso kann man hier nicht mit dem Roller hin? Also das ist nicht German Engineering, ja? Das ist definitiv kein German Engineering. Vor allen Dingen einfach so eine Bank für, wenn du nicht mehr kannst. Es sind halt nur noch 4 Stufen, aber ja, falls aber du nicht mehr kannst, mach kurz Pause. Relax. Mach kurz Pause. Waterfall Zipline. That's what we want. Hä, wie cool einfach. Kranker Scheiß einfach. Wo sind wir hier angekommen? Oh mein Gott, Leute. Da oben ist das Ziplining. Oh mein Gott, da ist so ein Café. Oh mein Gott. Wie geil. Hä, was für Dinge man einfach spontan findet. Aber warte mal, wo ist der Wasserfall? Ah, noch 200 Meter. Hä? Wie cool. Das ist einfach ein riesiger Kletterwald hier. Würdet ihr in diesen Kletterwald gehen? Ja, würdet ihr klettern machen. In diesen Kletterwald? Ja, klar. Ich irgendwie nicht. Ja, ich dachte, du bist so echt mit. Ja, aber dieser Kletterwald macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Oh, ich habe überall Spinnenweben im Gesicht. Toll, ey. Gar keins abbekommen. Ja, die habe ja auch alle ich in meiner Fresse. Ja, das ist gut, weil du hast auch nicht so viel Angst, Digga, wenn diese Spinne da heute nicht mehr ist, ne? Oh ja, wir hatten so eine riesige Spinne, die war einfach so groß wie meine Handfläche. Wieso? Hab einfach keine Angst. Du hast Angst? Ja, dann hab doch einfach keine Angst. Das war mein Tipp. Ich fand den eigentlich ganz gut. Der wäre eine Lösung gewesen, so ist nicht. Nee, was ist eine Lösung? Das ist eine Lösung. Wenn du keine Angst mehr hast, dann hast du keine Angst und dementsprechend hast du dann... Ja, Digga, das ist aber nicht die Lösung. Das ist vielleicht nicht der Weg zur Lösung, aber es ist die Lösung. Ich weiß nicht, ob ihr das Geräusch hört, aber ich würde sagen, wir haben unser Ziel erreicht. Guck mal, wie krass. Oh mein Gott. Einfach ein riesiger Wasserfall. Ich glaube, in echt sieht es tausendmal cooler aus als auf der Kamera, aber... Lieber so als andersrum, wa? Leute, wir haben es geschafft. Wir sind offiziell da. Wie cool. Oh mein Gott. Da kommt die kleine Kakerlake. Wow. Ey, für wie viel Euro trinkst du was aus dem Wasserfall? Ich kann dir dafür gerne 5 Euro geben. Ich mache das nämlich super gerne. Ja, dann los. Hammer, 5 Euro bitte. Die Leute sind hier einfach die ganze Zeit überall am Zipline. Das ist einfach doch kein Kletterwald, das ist einfach nur ein Ziplining-Wald. Und wir haben hier schon wieder so ein Ding gefunden, wie cool. Ey, also wir müssen überall, das ist jetzt unser Ding. Ja. Hashtag abhängen, ja. Super. Das ist echt, wir haben einfach die coolsten Orte heute schon gefunden. Es fühlt sich an, als wäre dieser Tag einfach, als wären das 3 Tage gewesen, weil wir so viel gemacht haben. Und es ist nicht mal 17 Uhr, oder? Wie viel Uhr ist es? Wir haben die 17 Uhr Marke geknackt. Und der Tag ist einfach immer noch nicht im Ansatz vorbei. Das ist ja so cool. Ich habe trotzdem irgendwie ein bisschen Schiss vor diesem Abgrund hier. Jucken deine Beine auch so? Nein, wir müssen auf jeden Fall Mückenspray. Meine Beine jucken Deluxe. Ich habe das Gefühl, überall ist die ganze Zeit irgendwas an mir dran. Ey Leute, wollen wir noch Ziplining machen oder irgendwie? Ich würde es nicht machen wollen, aber wenn ihr Bock habt, können wir das gerne machen. Irgendwie habe ich jetzt gerade auch gar keinen Bock. Das wird zu viel Action jetzt für den Also Tag. Mir ist es nicht zu viel Action grundsätzlich, aber... Grundsätzlich auch nicht, aber für heute, Mann. Habt ihr Bock? Boah, ich weiß nicht, Mann. Ich hab grundsätzlich schon Bock, aber irgendwie ist alles so am Itchen und ich fühle mich so matschig, weißt du? So matschig. Aber die da hinten ist krass, Die geht einmal so rüber. Ich glaube, das ist die 3. Kokosnuss heute. Ja, und sie ist burnt. Leute, wir sind mittlerweile in einer Mall angekommen. Ich finde diese Insel absolut verrückt einfach, weil die so richtig krasse Strände hat. Dann waren wir gerade plötzlich im Dschungel und jetzt sind wir einfach in so einer gestörten Mall mit einem riesen Pikachu. Hä? Ich weiß nicht, was hier abgeht. Das ist wirklich absolut verrückt. Aber es ist richtig süß. Sieht so cool aus. Ich will mir unbedingt noch so ein Kleid kaufen. Sowas ähnliches wie Kim gerade anhat. Weil ich irgendwie meine ganzen Sommerkleider nicht mitgenommen habe. Weil ich dumm bin. Keine Ahnung. Ich habe jetzt nur so richtig unpraktische Sachen. Mein Oberteil, was ich anhabe, ist auch von Kim. Also ich bin mal wieder komplett unvorbereitet in diesen Urlaub reingegangen. Und muss jetzt irgendwie ein bisschen versuchen zu improvisieren. Aber das kriege ich schon hin. Es ist Januar. Warum ist immer noch Weihnachtsbaum? Die kommen erst am 7. oder 9. den abholen. Warum genau am 7. oder 9.? Keine Ahnung. Das ist bei mir im Briefkasten.
so. Dass die Feuerwehr den dann abholen kommt und man den vor die Tür stellen muss. Wahrscheinlich ist das hier auch bei Samui genauso. Ist das echt so? Hat wirklich jemand bei dir im Briefkasten das reingeschrieben? Weihnachtsbaumabholaktion der Feuerwehr. Hildesheim. Ja, mein auch noch kurz. Oha, krass, Alter. Hildesheim ist ja nicht am Start. Shoutout an Hildesheim, Mann. Ich hab das in Köln nicht bekommen. Wie süß das aber auch da hinten ist. Guck mal bitte. Es ist alles cool und du bist auch cool, Bro. Ich brauche ganz dringend was zum Anziehen. Also ich hätte mega Bock auf Kaka. Kaka klingt immer gut. Ey, hier kann man wirklich Kakteen essen. Aber ich mag keinen Kaktus, weil das piekst da bestimmt im Magen. Na, wir gucken mal. Wir finden schon was hier. Sieht so süß aus alles. Bin begeistert. Ich bin einfach begeistert. Hast du das gehört? Ich hab das gehört davor. Das war einfach Weihnachtsmusik. Warum läuft hier Weihnachtsmusik? Es ist der 7. Januar. Warum läuft hier Weihnachtsmusik? Leute, ich habe gerade bemerkt, dass ich den krankesten Sonnenbrand ever habe. Könnt ihr das sehen? Ach du Scheiße. Aber wir sind fündig geworden. Wir haben ein bisschen was gekauft. Einmal bei H&M, was man halt so in Thailand macht. Und dann noch in so einem anderen richtig süßen Store, der aber weder Umkleidekabine noch verschiedene Größen hatte. Also das war ein One Size koreanischer Laden, glaube ich. Der war mega süß, aber irgendwie auch super weird. Keine Ahnung, ich zeig euch später mal die Sachen. Die kaufen sich jetzt die Hotdogs oder was machen die da? Achso, nein, die holen nur Wasser. Oh mein Gott, wie süß. Hä, was ist das denn? Guck mal, die Kuchen. Wie cute. Aber irgendwie auch sehr kitschig. Wir fahren jetzt nach Hause. Ja, oh, danke. Gerne, ist der Hydrator Day. Das ist so nett. Das ist wirklich so nett. Und das nötig. So, nötig auch. Gemacht, weil du denkst, okay. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich auch nur gesagt, dass du nett bist. Eigentlich ist sie wirklich ein Stück Scheiße.